Shalom Menschen. Heute geht es mit dem dritten Teil weiter, wo die Ausrede Geschmack ist subjektiv keinen Anklang findet. Aktuell finden die Durchschnitts-Deadlifts es ja geil, sich über andere zu echauffieren, weil sie verallgemeinern, um von ihren eigenen Fehlern und offensichtlichen Problemen ablenken. Daher ist es auch legitim, wenn wir uns mal wieder über Autos unterhalten, die maximal hässlich sind. Das ist zwar nicht nett, aber ich kann es nun mal auch nicht ändern. Visuell gesehen kriegt man durch diese tendenziell AIDS auf den Augen, also eine Art V-AIDS. Wir beginnen mit dem BMW 3er E46 Kompakt. Das ist der Beweis, dass man ein bereits funktionierendes System nicht ändert. Damit hat man quasi die Büchse der Pandora geöffnet, weil die Dorfjugend von Mordor den cool fand. Dieses Fahrzeug sieht so aus, als würde es wie ein gefälschter Nike-Schuhkarton fahren, obwohl Aldi draufsteht. Doch nicht nur das Modell ist anders hässlich, nein, die Besitzer sind auch gerne etwas drauf, weil deren Definition von Ästhetik eine ganz wirre ist. Ganz offensichtlich. Wie der Name schon impliziert, ist dieser Kompakt auf der Basis des E46, der eigentlich gut aussieht. Man könnte quasi sagen, dass der Kompakt die körperlich zurückgebliebene Version mit einer Menge Trisomie 21 ist. Man müsste meinen, dass die meisten sich für dieses Auto schämen, aber es gibt echt Menschen, meist irgendwelche Jacquelines aus Brandenburg, die den Wagen so fühlen wie ihre innovativ rot gefärbten Haare mit lila Strähnen, Lippenpiercing und Tribal-Tattoos, die von ihrer Riesenklit ablenken sollen. Es gibt nämlich einen BMW Compact Owners Club, wo Perverse stolz präsentieren, hängen geblieben zu sein. Quasi die Paralympics der Automobilindustrie. Die 95% von uns, die tatsächlich mindestens die vierte Klasse besucht haben, hatten diesen einen Lehrer, der so verhasst war, einfach nur weil er gestunken hat, unsympathisch war oder einfach nur wie Much aussah. Genau daran muss man denken, wenn man einen Saab 900 sieht. Ich persönlich kann Fahrer von sowas nicht leiden, weil mir ein Nachbar letztes Jahr meinen Parkplatz weggenommen hat, obwohl ich da gerade einparken wollte, auf ganz eklig. Als ich leicht erbost ausgestiegen bin, um ihn aus dem Auto zu ziehen, wollte er partout nicht aus dem Auto kommen, weil er abgeschlossen hat. Vielleicht lag es auch daran, dass ich mit Schaum vorm Mund geschrien habe, ihn zu vergewaltigen, oder dass es 5 Leute brauchte, um mich von seinem Auto wegzukriegen. Keine Ahnung. Naja, faktisch ist dieses Auto aber nicht schön. Saab hat die komische Angewohnheit, Autos zu bauen, die so aussahen, als wären sie aus dem letzten Jahrhundert. Man könnte meinen, die Designer hatten noch Renaissance-Hemden an. So ein Ding ist das. Wenn es schon Leute gibt, die Saab fühlen, dann gibt es auch bestimmt jemanden, der den Kanal unterstützen möchte per Like- und Abonnierfunktion, damit künftig mehr vom Automobil Unfug kommt. Das würde mich nämlich enorm unterstützen. Wenn ihr nichts zu lachen hattet bisher, ist euer Leben vermutlich sehr traurig. Jetzt kann man natürlich das Argument einwerfen wie, Saab ist was für Kenner und Puristen. Das muss dann auch wohl der Grund gewesen sein, warum es Saab so nicht mehr gibt. In den 90er Jahren gab es die ersten finanziellen Schwierigkeiten. Das Unternehmen wurde diverse Male weitergereicht wie Sandra bzw. ein Bier und war dann pleite. Es gab zwar immer mal irgendwelche Investoren, aber am Ende wurde da nichts draus. Es gibt bestimmt jemanden, der jetzt haten wird und sagt, dass es gute Autos sind, aber wenn sie so gut sind, dann kauft ihr doch einen. Ah Mist, geht ja nicht, weil Saab nicht mehr produziert wird. Viel Spaß beim Ersatzteile kriegen. Die nächste automobile Fehlgeburt ist der Nissan Cube. Auch hier kann man wieder Parallelen zu geschiedenen Lehrern aus der Schulzeit ziehen. Der Nissan Cube soll einen Minivan darstellen, der seit 1998 gebaut wurde. 2009 hat das Auto eine Auszeichnung bekommen als Top Safety Pick. Allerdings brauchte man in dem Fall eine kugelsichere Weste, weil das Design unter Umständen verstörend auf andere wirken kann. So wie der Wagen nämlich aussieht, bettelt man ja quasi darum, erschossen zu werden. Die Designer vom Interieur haben sich buchstäblich an einem Quadrat orientiert. Laut Nissan-Designern war das Interieur nämlich inspiriert von einem Jacuzzi-Whirlpool, in dem sie vermutlich die Nacht vorher komplett zugedröhnt verbracht haben und dem Chef am nächsten Morgen irgendwas vorlegen mussten. Also sie feiern sich selbst, weil sie sich an einem Viereck vergangen haben. Ja gut, muss auch mal sein. Das beweist, dass man alles Hässliche schönreden kann, weswegen auch fette und hässliche Menschen in Leggings rumlaufen. Will ja natürlich jeder sehen. Das Auto verkaufte sich überraschenderweise nicht gut. Es wurde daraufhin 2011 kurzerhand eingestellt. Böse Zungen würden behaupten, dass es daran liegt, dass wir Europäer Augen haben, aber wir sind natürlich jetzt mal nicht so gemein. Obwohl es auch aktuell niemanden jucken würde, weil die moralische Instanz, also die Medien, davon nicht berichten würden. Daher gehen wir auch auf jene los, die das nachschreien, was gerade Mainstream ist. Extra für diese Karens, die sich im Zweifelsfalle sogar für eine Legalisierung von Heroin einsetzen würden, gibt es den Toyota Mirai. Das ist ein wasserstoffbetriebenes Auto von Toyota. Mirai oder Mirai heißt auf Japanisch Zukunft. Doch so wie die erste Generation aussah, darf dieses Auto keine Zukunft haben. Dürfte man meinen. Die zweite Generation hingegen sieht deutlich besser aus und schaut auch überhaupt nicht aus wie ein Kia Stinger. Insgesamt wurde die erste Generation etwas über 10.000 Mal verkauft. Es ist cool, dass ein Auto im Zweifelsfalle mit Urin fährt, doch zu welchem Preis?
10.000 Leute dachten sich, ich fahre lieber einen Toyota als eine S-Klasse aus, Gründen. Die Welt retten kostet eben. Deswegen zahlt man auch für Kraftstoff über 60% an Steuern. Das fünfstellige Gehalt von den Leuten, die das bestimmen, zahlt sich eben nicht von alleine. Die Menschen in Deutschland wollen es aber nun mal so. Der Mirai kostete nämlich fast 80.000 Euro neu und man zahlt für 100 Kilometer Reichweite dann etwa 9,50 Euro, insofern man überhaupt eine Tankstelle findet, die Wasserstoff anbietet. Ebenfalls problematisch ist, dass es etwas dauert, bis der Tank voll ist, weil man in der Zeit das Auto mehr im Blick hat und sich dann schneller seinen Fehler eingestehen kann, und das möchte man nun wirklich nicht. Wir sind Menschen. Wir zeigen mit dem Finger auf andere, obwohl wir selber Dreck sind, wie aktuell global sehr gut sichtbar. Doch hören wir auf mit Toyota. Ich könnte zwar jetzt noch den Jahres der ersten Generation nennen, aber ich möchte nicht persönlich werden. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass meine Lehrerin in der Oberschule einen hatte und ich der Hexe aufs Grab stuhlen würde. Nein, überhaupt nicht. Weiter geht es daher mit etwas aus einem Land von Lowbrainern, die gerne lügen. Dem Ford Scorpio. Dieser Ford wurde allerdings tatsächlich in Köln in den Ford-Werken gebaut. Das ist sonderbar, weil Ford ein amerikanischer Fahrzeughersteller ist. Aufgrund des natürlich angeborenen Sprachfehlers des Amerikaners, namentlich sein Akzent, konnte sich der neue Markenname Mercury, unter dem der Scorpio eigentlich vermarktet werden sollte, nicht durchsetzen. Weil dem durchschnittlichen Ami es zu hoch war, Mercury von Mercury zu unterscheiden. Mercury gehört zu Lincoln und sagt uns Europäern eigentlich nichts, weil für uns dort alles das gleiche ist. Jedenfalls sieht dieses Auto so aus, wie es heißt. Es hat auch wenig mit diesem cringen YouTuber zu tun, der so aussieht wie Sid aus Ice Age. Die erste Generation konnte man aufgrund der Jahre noch irgendwo rechtfertigen, aber die zweite Generation, die ein Facelift darstellt, hat da jeglichen Anspruch auf Ästhetik abgelehnt. Sicher könnte man jetzt verallgemeinern, dass amerikanische Autos, speziell aus diesen Baujahren, alle wie Jauche aussahen, aber dieses Auto sieht von vorne so aus wie eine Gottesanbeterin und nur Freaks mögen Insekten. Ebenfalls optisch mit Behinderung zu tun hat der Suzuki Wagon Air. Kennt ihr den Spruch, ein Hund sieht aus wie sein Besitzer? Was ist er dann hier? Shrek, Quasimodo, Sandra? Man weiß es nicht. Dieser Suzuki ist ein sogenanntes Kika, was in Japan Kleinstwagen bezeichnet bzw. metaphorisch für den Mikropenis im automobilen Segment steht. Das ist tatsächlich die beliebteste Fahrzeugkategorie dort, da der Staat finanzielle Anreize schafft, also genau das Gegenteil von unseren. Die Kehrseite der Armut ist hier natürlich die Optik, die angelehnt ist an ein buckliges Spielzeugauto. Der Obdachlosen-Style ist zwar aktuell Mode, aber da die inneren Werte genauso Müll sind und es bekannterweise nicht auf diese ankommt, ist das umso schlimmer. Obwohl das Auto komplett Minus ist, erhielt das Fahrzeug außerhalb Japans den Zusatz Plus. Da 1999 General Motors mit Suzuki kooperierte, wurde etwas kreiert, worauf die ganze Welt gewartet hat. Noch ein hässlicher Opel. Der Opel Agila wurde geboren. Das ist eine leicht überarbeitete Version vom Suzuki Wagon Air Plus, wo man ebenfalls gelbe Augäpfel kriegt. Wer bereit war, für dieses Auto Geld auszugeben, hat definitiv die Kontrolle über sein Leben verloren, wie jemand, der mehr als dreimal hintereinander niesen muss. Kennt ihr die Leute, die sagen, dass Alfa Romeo schöne Autos baut? Fragt sie mal nach ihrer Meinung zum ES30. Das ist ein Sportwagen, der von 1989 bis 1993 in Handarbeit gefertigt wurde. Wahrscheinlich waren das Dreijährige, die daran gesetzt wurden. Die Form ähnelt auch hier einem Schuhkarton auf vier Rädern. Man hat hier irgendwas versucht, aber es ist unbekannt, was man wollte. Tatsächlich ist das aber der Vorgänger vom 8C Competizione, der jetzt nicht die Welt verändert hat, aber Alpha-Menschen haben hier eine enorme Beule in der Hose bei diesem Fahrzeug. Das einzig Coole an dem Auto sind die Scheinwerfer, die sich der Chiron abgeguckt hat. Trotz 3 Liter Hubraum hat er nur eine komische Analtrompete bekommen, was komisch ist und das Fahrzeug nicht besonders sportlich aussehen lässt oder gar hübsch. Das war aber tatsächlich der Sinn des Ganzen. Es sollte nicht schön sein, sondern einzigartig. Genau das sagt auch ein notgeiler Mann zu einer Frau, weil keine andere ihn ranlassen möchte. Kommen wir zum schnellsten Serien-Fiat, der je gebaut wurde. Der Fiat Coupé. Diese Krücke auf vier Rädern wurde von dem Typen designt, der den BMW 7er E65 zu verantworten hat. Das Teil wurde von 1994 bis 2000 gebaut und sollte an die italienische Designsprache der 80er Jahre angelehnt sein, kombiniert mit Stilelementen von US-amerikanischer Sportwagen. Ihr merkt schon, dass das etwas wirr klingt. Also nennt mir ein schönes US-Fahrzeug aus den 80er Jahren. Naja, das war eben das Ergebnis. Entweder war der Typ maximal besoffen oder einfach von der Crack-Epidemie betroffen. Vorne sollte es was vom Ford GT40 haben, der Tankdeckel ist vom Dodge Charger inspiriert und die Rückleuchten sind Kennzeichen von Ferraris. Kurz gesagt ist das Auto einfach eine entstellte Monstrosität, weswegen sich einige Besitzer eingeredet haben, dass sie echt einen Ferrari haben, indem sie einfach das Logo draufgeklebt haben, samt cringen Bodykit. Was in den Köpfen der Leute vor sich ging, als sie das für cool hielten, ist hochfragwürdig. Die Person, die damit fährt, sieht bestimmt gut aus darin und es passt wunderbar zum obligatorischen Busfahrer-Haarschnitt.
Ihr kennt doch bestimmt den Mercedes McLaren SLR, oder? Der ist dope, da lässt sich nichts gegen sagen. Aber was passiert, wenn ein wahrscheinlich komplett zugedröhnter Schweizer Alpenheini zu viel Geld hat und das Zigeunertum vermutlich erfunden hat? Richtig, der hässlichste SLR der Welt. Stellt euch vor, Beyoncé und Tyra Banks kriegen ein Kind und genau das ist der Mercedes McLaren SLR. Dieser Supersportler ist entstanden zwischen einer Kooperation zwischen Mercedes und McLaren. Der SLR kostete neu über 220.000 Euro und ist ausgestattet mit wahrscheinlich einem der besten Motoren, die Mercedes je gebaut hat, dem M155 V8 Kompressor, was praktisch ein M113 ist und als unkaputtbar gilt. Leider hat der Typ zu viel Geld und statt das Geld in ein neues Paar Schuhe oder Friseurbesuch zu stecken, hat er 600 Rubine und 5 Kilo Gramm Echtgold verbaut, sowie diverse goldene Akzente, die wirklich nicht gut aussehen, weil sie das Auto nach einem gebrauchten Tampon aussehen lassen. Womöglich wollte er damit bewirken, dass Leute mit dem Finger auf ihn zeigen und das ist ihm auch durchaus gelungen. Leider hat er vergessen, dass sie dabei tendenziell lachen oder würgen müssen. Doch das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass der Typ Uli heißt. Das Schweizer Investment-Genie Urin Uli verlangte dafür 11 Millionen US-Dollar und ob jemand noch zugeguckser als er bzw. Prinz Markus war, konnte bzw. wollte ich nicht herausfinden. Ihr dürft den Kanal jetzt unterstützen, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und mit euren 7 Persönlichkeiten teilt, damit künftig mehr verbaler Unfug auf automobiler Basis kommt. Tschüss.